im Namen der Plattform für eine menschliche Asylpolitik begrüße ich Sie zu unserer heutigen Pressekonferenz. Wir, das sind über 10.000, fast 30.000 Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich immer wieder in der Flüchtlingsfrage auch stark machen und einsetzen. Menschen, die vorher nicht politisch aktiv waren, die in diesem Jahr politisch aktiv geworden sind und sich engagiert haben und gezeigt haben, auch wenn die anderen laut sind, wir sind die Zivilgesellschaft, wir sind viele und wir stehen dahinter und wir finden, dass wir es schaffen können und wir fordern eine menschliche Asylpolitik. Und die Forderung Anstand statt Notstand, die steht auch im Raum. Das ist ein Appell an die Regierung, den schon über 12.000 Menschen unterzeichnet haben. Das Unrecht, das jetzt auf uns zukommen soll, durch die sogenannte Notstandsverordnung, weil angeblich die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Gefahr sind, nur deshalb, weil die Asylbehörden es nicht geschafft haben, anständige Aufnahmeprozeduren zu schaffen. Damit sind aber wir alle gemeint. Jetzt richten sich die Notstandsverordnungen gegen Flüchtende, später werden sie sich gegen die Zivilgesellschaft richten, gegen Streikende, gegen Arbeitslose, gegen Frauen. Wir rufen daher die Gesamtheit der potenziell Bedrohten auf, gegen diese Notstandsverordnung zu kämpfen. Aktuell anlassbezogen ist einfach die Notstandsverordnung, die im Raum steht, die für uns überhaupt nicht geht. Wir haben dazu auch eine sehr umfassende Stellungnahme geschrieben in Kooperation mit Helping Hands, unser Referat für Menschenrechte. Und das wollen wir heute auch präsentieren. Wir sind also in der Notverordnung, uns ist einfach auch als ÖH ein Anliegen, dass wir grundlegende Menschenrechte dafür eintreten und gerade eben wie diese Notverordnung mit einem Paragraphen, den sie von irgendeinem EU-Recht versuchen herzuleiten, um einfach grundlegende Menschenrechte damit auszuhebeln, was einfach wir auch als ÖH sagen, dass das geht nicht und da müssen sich auch die Hochschülerinnenschaft dazu äußern. Als Verfassungsrechtlerin habe ich massive menschenrechtliche, verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Bedenken gegen die Notstandsverordnung. Verfassungsrechtlich deswegen, weil durch die Verwendung höchst dehnbarer Begriffe wie öffentliche Ordnung und innere Sicherheit den Verwaltungsbehörden meiner Ansicht nach ein mit der Verfassung nicht vereinbarer, viel zu weiter Spielraum eingeräumt wird. Völkerrechtlich deswegen, weil pauschale Zurückweisungen an der Grenze, noch dazu einfach aufgrund der Zahl der bereits gestellten Anträge, den Grundsätzen des Asylrechts, das in der Genfer Flüchtlingskonvention niedergeschrieben ist, massiv widerspricht. Und da gibt es auch schon eine Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichts Steiermark zu Zurückweisungen in Spielfeld dazu.